Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 9. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Mond hat eine abnehmende Mondphase und es eignet sich dafür, von etwas trennen oder kündigen oder loslassen oder beenden oder abnehmen. Oft handelt sich das mit unseren Gefühlen wie Angst, Schuldgefühl oder Zweifel, und das sind die größten Hindernisse in unserem Leben, und wir sollen von diesen Gefühlen auch trennen. Und hier entscheiden wir uns selbst, sind wir die Gewinner des Lebens oder die Verlierer des Lebens. Und da hat auch ein Einfluss die Hyaden und die Plejaden, weil sie beeinflussen heute die Mondenergie. Die Hyaden und die Plejaden sind die Töchter von Atlas und sie weinen. Und die Frage ist nun, ist das die Tränen, die Freude oder die Tränen, die Trauer und Traurigkeit? Und in diesem Scheideweg stehen wir gerade. Und mich erinnert das an dem Märchen Frau Holle, sind wir die Pechmarie oder sind wir die Goldmarie in unserem Leben? Und dazu benötigen wir auch unsere Einstellung, aber auch die Gefühle achten und Ängste, Zweifel, Schuldgefühl, solchen Gefühlen schnellmöglichst verabschieden und loslassen. Wie trifft diese Energie die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Oder sie haben einen Termin oder einen Vertrag und das hat Vorteile. Diese Informationen unterstützen die Zwillingsgeborenen und die Zwillingsgeborenen kommen zu neuen Ideen und die Zeitqualität eignet sich gut für Neuanfang. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben Erfolg, aber es ist noch nicht in die heutigen Tag spürbar. Erst in kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung. Im heutigen Tag können Sie mit einem unangenehmen Gespräch rechnen und hier geht's auch um etwas trennen oder von etwas kündigen, was verunsichert die Krebsgeborenen. Wichtiges Thema ist die berufliche Situation. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die Leichtigkeit. Sie haben Chancen auch für einen Neuanfang, auch in die Liebepartnerschaft, aber auch beruflich. Und sie sollen ihren Glück gerade bewusst wahrnehmen und schnell handeln. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen bedrückt etwas in die Liebepartnerschaft. Es ist unangenehm. Und das erleben die Jungfraugeborenen als Traurigkeit. Kann auch bedeuten, das sind die Vergangenheit. Und diese Gefühle sind da, was die Jungfraugeborenen traurig macht, zum Zweifel bringt. Oder gibt es irgendwelche Spannung momentan in die Liebepartnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen können auch mit einer guten Nachricht rechnen und es sind auch Chancen und Möglichkeiten und sie sollen auch diese Chancen auch noch nützen, aber sind auch anderen Einflüsse auch und auch eine Nachricht oder eine Information, was eher dann aus die Ruhe bringt, die Wagengeborenen. Das kann eine Kündigung sein oder eine Trennung oder eine Absage. Aber im Gleichgewicht bleiben, die Ruhe bewahren. Im Allgemeinen ist es auch alles gut. Und diese Leichtigkeit sollen Sie die Wagengeborenen spüren. Und auch wenn ein Gespräch einerseits ist gut, aber eine andere
Gespräch kann unangenehm sein. Die Wagengeborenen sollen ihre eigene Meinung vertreten und auch mal sich durchsetzen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen nähert sich Jupiter und es wird eine schöne Zeit sein, weil die Skorpiongeborenen, da vermehrt sich etwas oder haben mehr Chancen im Leben. Es ist jetzt nicht unbedingt die heutige Tagesenergie, aber dieser Einfluss nähert sich schon. Heute fühlen sich die Skorpiongeborenen unsicher, aber das verbessert sich in die Tagen und kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung und es nähert sich auch die Glück und die Chancen. Und die Skorpion-Damen, die Kinderwunsch haben, kann in die nächste Zeit auch zum Erfüllung gehen. Jupiter wirkt dann und es vermehrt etwas, also beeinflusst auch die Schwangerschaft. Und das ist auch kein Tagesenergie, aber ich möchte das schon erwähnen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bedrückt etwas in die Liebe Partnerschaft. Bei einigen Schützengeborenen ist es eine Trennung, aber auch gleichzeitig eine Veränderung. Und dieser Umbruch, diese Veränderung ist sehr schön, sehr gut und bringt Glück bei den Schützengeborenen. Auch wenn das jetzt zu Trennung führt oder Stress in die Liebe. Aber wie sich das entwickelt, wie sich das alles verändert, wird gut sein und auch Glück bringen für die Schützengeborenen. Heute ist eine kleine Reise möglich oder eine Einladung oder ein Besuch und die nächste Zeit wird auch wichtige Themen sein, die Werte, auch das eigene Selbstwertgefühl und die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen können mit einer unangenehmen Nachricht rechnen. Es geht auch etwas zu Ende. Das kann eine Trennung sein oder Kündigung. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Einladung oder auf einen Termin und es wird abgesagt. Auf jeden Fall etwas, wo die Steinbockgeborenen warten auf eine Information oder kommt eine Information und ist nicht allzu angenehm momentan, aber das verbessert sich in die Tagen, weil dann bekommen die Steinbockgeborenen mehr Klarheit, mehr Orientierung. Die Gefühle sind heute ein bisschen durcheinander, aber in den kommenden Tagen brauchen sie wieder die Ruhe und auch das innere Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben Glück in allem Lebensbereiche und diese Leichtigkeit, diese spielerische Art und Weise sollen sie auch fühlen. Wo die Wassermanngeborenen gerade Glück haben, auch das sind die Immobilien, die Wohnung zu verschönern oder umziehen oder mit Immobilien handeln, all das, diese Bereiche, noch ein zusätzliches Glück für die Wassermanngeborenen. In die Liebepartnerschaft sind sie ein bisschen unsicher, ansonsten sind tolle Ideen, gute Nachrichten sind oder ein guter Neuanfang, diese Veränderungen sind zum Erwarten bei den Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben das Gefühl, es bewegt sich nicht voran. Sie haben keinen Erfolg, sie sind auch ein bisschen unsicher, traurig, es bringt etwas aus dem Gleichgewicht. Aber das sind Momente im Leben und diese Momente gehen auch schnell vorbei und die kommenden Tage kommt schon etwas im Fluss und kommt auch mehr Leichtigkeit und dann haben die Fischengeborenen auch Glück und die nächste Zeit auch mehr Möglichkeiten, mehr Chancen, dann können die Fischengeborenen auch mal aufatmen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sollen die Chance jetzt nutzen für einen Neuanfang, für eine Veränderung und auch diese Leichtigkeit spüren und das auch bewusst wahrnehmen, weil diese Chancen gehen vorbei. Also jetzt gerade ist wichtig diese Handlungsweise. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft und da brauchen sie Sicherheit, Stabilität und Ordnung. Es ist ein bisschen Unsicherheit spürbar, aber sollen Sie abwarten, in die nächste Zeit kommt etwas in Ordnung oder haben die Stiergeborenen eine Bestätigung oder mehr Erfolg. Es sind keine direkten Einflüsse auf die Stiergeborenen, aber diese Unklarheiten, Unsicherheiten im Umfeld spüren die Stiergeborenen auch
Und erst dann in die kommenden Tagen beruhigt sich das alles und das ist ein guter Einfluss wieder auf den Stiergeborenen. Diese Tageshoroskop oder könnte ich sagen Tagesenergie, kosmische Tagesenergie beeinflusst unserem Leben. Diese Energiefeld ändert sich Tag zu Tag, Stunde zu Stunde und im selben Form wiederholt sich das nie wieder. Also das bedeutet, jeder Moment ist einzigartig. Und wir sollen diese Zeitqualität immer wieder nutzen, wenn wir da Vorteile haben. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ein bestimmter Tierkreiszeichen eher Nachteile hat. Dann sollte man eher abwarten, etwas noch beobachten, vorbereiten und erst dann handeln. Ich kann das im Allgemeinen täglich, und das mache ich auch, beschreiben. Aber das ist immer noch allgemein und nicht individuell. Wenn Sie Interesse haben, weil Sie einen bestimmten Termin haben, dann können wir das individuell maßgeschnitten natürlich berechnen und das biete ich Ihnen an. Oder möchten Sie einen gewissen Zeitraum genau berechnen, beschreiben, für eine Woche, für einen Monat oder für ein Jahr, natürlich ist es auch möglich. Aber oft sind das nur Fragen, eine kurze Frage, was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel, bekomme ich diese Arbeit oder bestehe ich diese Prüfung oder kommt er zurück oder soll ich umziehen? Da brauchen wir keine ausführliche Analyse. Das reicht für mich ein Blick auf die Geburtshoroskop und kann ich diesen Fragen genau beantworten. Und dazu eignet sich natürlich die Blitzberatung. Und das funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Dann stellen Sie Ihre Fragen. Ich beantworte das persönlich blitzschnell. Und dazu benötige ich die Geburtsdatum natürlich mit Uhrzeit und Geburtsort. Und pro Frage ist mein Honorar 10 Euro. Und ein guter Rat natürlich ist immer Gold wert. Also diese Möglichkeiten kann ich Ihnen bieten. Und ich freue mich natürlich auch auf die Nachfrage. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.